Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns über die Mur zu schippern und ein bisschen was über die kommende Saison zu erfahren. Jeder weiß es ohnehin, nach 17 Jahren kommt der GRK in der kommenden Saison zurück in die Bundesliga und wir sammeln jetzt ein bisschen die unterschiedlichen Blickwinkel auf die kommende Saison ein. Zuerst werden wir also offizielle Runde machen. Ich werde jeweils eine Frage stellen. Danach wollen wir euch unsere neuen Trikots einmal live und in Farbe zeigen. Und dann werden wir aber keine große Fragerunde machen, sondern ihr könnt euch gern individuell den oder diejenige schnappen, mit der ihr was zu plaudern habt, mit der ihr Fotos machen möchtet. Dann gehört die restliche Bootsfahrt quasi euch zur individuellen Verfügung. Wichtige organisatorische Info, wenn es darum geht, mit wem mache ich noch wie ein Interview. Es wird vor dem ersten Heimspiel, auch vor dem ersten Meisterschaftsheimspiel gegen Salzburg, keine extra Pressekonferenz geben. Das heißt, alle Fragen dafür gern, wenn ihr möchtet, auch jetzt schon. Aber damit plaudern wir mal in dieser großen Runde und beginnen gleich mit einem Obmann persönlich, der in den letzten Jahren ja intensiv daran beteiligt war, den GRK zurück dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Für viele Fans ist es natürlich die Erfüllung von einem ganz großen Traum. Für dich und den Verein vermutlich, aber auch oder für das Team auch so ein Auftrag, den GRK weiter zu professionalisieren, oder? Ja, genau richtig. Herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Wie ihr alle sehen könnt, die Ärmel sind aufgestrickt. Ist ein richtiger Auftrag, ja, aber den Auftrag nehmen wir sehr, sehr gerne an. Jeder, der mitarbeitet, dem ist bewusst, wie der Auftrag aussieht. Und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut gelungen, mit den Schritten, die wir gesetzt haben, die nötig waren, einfach mit diesem Schritt zu setzen. Und ja, ich glaube, es kann sich sehen lassen. Wir sind soweit gerüstet und wir freuen uns schon. Es kann schon losgehen. Es hat sich rund, abseits des Spielfeldes, rundum im Verein auch einiges getan. Kannst du uns ein bisschen einen Abriss geben, was für Neuigkeiten jetzt sich beim GRK eben getan haben, was passiert ist, auch personell? Ja, wir haben in den verschiedensten Bereichen einfach Personal und Schlüsselpositionen dazugenommen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, wenn man eine Firma gründet, fängt man nicht gleich an mit hochgegriffen jetzt 200 Leuten, aber rein vom Vergleich her kann man es vielleicht so sehen, dass wir in der letzten Saison einen Auftrag hatten, wenn wir schon beim Auftrag sind, von ca. 5-6 Millionen und jetzt für die neue Saison einfach einen Auftrag haben von, ja, gehen wir jetzt einmal 10 Millionen. Ja. Jeder kann sich so vielleicht am besten vorstellen, dass dieser Auftrag auch gut abgearbeitet gehört, dass es dazu mehr Personal benötigt. In der zweiten Liga war es so, dass wir einfach strukturell und personell massiv auch überperformt haben. Das ist aber auf die Dauer nicht gut. Jeder weiß das, der selbst in einem Betrieb arbeitet. Und ich glaube, dass wir da in den verschiedensten Bereichen, Bereich Marketing, Bereich Sponsoring, aber auch in der Geschäftsführung, in der Struktur sehr, sehr gut gearbeitet haben. Stichwort Geschäftsführung, Stichwort Struktur. Neben dir steht ein Herr, der auch neu in unserer Runde ist, wenn es um Pressekonferenzen geht. Bitte vorstellen. Ich glaube, der Boris soll sich selber vorstellen, oder? Kann ich sehr gerne machen. Also mal ein Hallo von meiner Seite. Also ich bin der Boris Hüttenbrenner, bin jetzt seit 2018 eigentlich bei uns dabei. Habe schon verschiedene Funktionen inne gehabt, von der Gegneranalyse und jetzt hauptsächlich im Scouting. War Fußballprofi in Österreich, habe dann nebenbei bei BWL studiert und war jetzt in der Organisationsentwicklung bei der Merkur-Versicherung. Und ja, freue mich auf diese Aufgabe. Werden sicher viele spannende Themen auf mich zukommen und ja, bin gespannt. Nachdem es niemand von euch ausgesprochen hat, du bist neuer Geschäftsführer beim GRK. Was heißt das konkret? Wo wird dein inhaltlicher Fokus liegen? Genau, also gemeinsam mit Harald zusammen, gemeinsamer Geschäftsführer GRK 1902 Profi GmbH. Ja, inhaltlich möchte ich jetzt einmal starten, dass ich die Aufbauorganisation angehe, dass ich schaue, was für Prozesse vielleicht optimiert gehören, wie wir uns da weiterentwickeln können. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun,
im positiven Sinne, weil wir müssen denken, es ist alles so schnell gegangen bei uns, ja, im positiven Sinne. Die ganzen Aufstiege haben ganz viele Herausforderungen mit sich gebracht und da glaube ich, ist einfach notwendig, dass wir da ein bisschen Augenmerk drauflegen, schauen, wo können wir gewisse Prozesse optimieren und dass wir gemeinsam im Verein und alle Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können. Ja. Danke dir für den ersten Abriss. In unserer Mitte auch ein Mann, der wie ihr beiden in den letzten Monaten durchaus einiges zu tun hatte. Didi, sportlicher Leiter, natürlich die letzten Wochen, die Transferzeit, eine intensive Zeit. Gib uns bitte ein bisschen einen Abriss, wie du den Kader verändern wolltest, wie er sich verändert hat, wie deine Bilanz ausfällt. Ja, grüß euch auch mal von meiner Seite. Grundsätzlich bin ich natürlich aktuell sehr zufrieden mit den Neuzugängen. Also wir haben den Stamm halten können von der Mannschaft, die den Aufstieg dann auch so bravourös und grandios auch geschafft haben. Haben dann auf jeder Linie, ob es die Abwehr, ob es Mittelfeld oder im Angriff ist, dann auch Qualität dazu gewonnen. Mir war wichtig, dass man eine gute Balance schaffen zwischen erfahrenen Spielern, aber auch zwischen Spielern, die noch etwas jünger sind. Und ja, sind grundsätzlich sehr, sehr positiv gestimmt und freuen uns schon auf den Saisonstart. Diese Freude teilst auch du gern noch. Mit welchen Erwartungen gehst du in die kommende Saison? Ja, begrüßt habe ich glaube ich jeden persönlich, wenn nicht, hallo. Erwartungen, ja, im Endeffekt sind wir aufsteigend, hast immer der Aufsteiger, hat im letzten Jahr immer, oder im ersten Jahr immer gut performt. Der Satz allein tut es aber nicht. Wir müssen schon gut arbeiten, schnell lernen, glaube ich, an das Spieltempo sich gewöhnen, Intensität gewöhnen. Ziel ist einmal ganz klar der erste Bundesliga-Sieg, ja, umso früher, umso besser. Erwartungen ja an die Mannschaft schon, dass was uns ausgezeichnet hat, die defensive Stabilität, die Organisation, dass wir das auch in die Bundesliga bringen, was natürlich eine große Challenge wird. Ja, und offensiv wollen wir ein Tool weiterentwickeln, eben ein bisschen mehr Ballbesitz, weil wir in den Analysen haben wir gesehen, dass wir das brauchen werden. Ja, und das soll einfach ja, spannend werden. Für uns alle. Wenn wir schon von Anpassen auf neue Meisterschaften, auf neue Ligen über das sprechen, dann müssen wir auch natürlich über unsere Frauen sprechen, die auch in einer neuen Liga anfangen dürfen. Es sind ja 3 GAK-Teams im Erwachsenenfußball in der vergangenen Saison aufgestiegen, mit unseren Amateuren, mit unseren Herren und auch mit den Damen. Und Jasmin, du als Cheftrainerin der Damen, kannst du so ein bisschen deine Erwartungshaltung schildern für die Saison in der zweiten Bundesliga? Hallo von meiner Seite aus auch noch einmal. Unser Ziel nach dieser überragenden Saison in der Landesliga war dann die Krönung mit dem Aufstieg. Wir haben auch den Kader fast zur Gänze halten können. Wir sind motiviert, dass wir heuer in der zweiten Liga mal sagen, wer der GAK ist. Unser Ziel ist es aber klar, mal die Klasse zu halten. Wir werden mit sehr vielen jungen Spielerinnen an den Start gehen, die weiterentwickeln und so schauen, dass wir immer wieder unseren eigenen Nachwuchs in der Bundesliga einbauen. Und wir warten dann genauso wie die Herren, dass wir schnellstmöglich unseren ersten Sieg einfahren. Danke dir für diesen Ausblick. Der Letzte in der Runde, jemand, der Bundesliga mit dem GAK gut kennt. Marco, du warst vor 17 Jahren bei der letzten Partie des GAK, bis dato letzten Partie in der Bundesliga mit dabei. Du gehst in diese Saison auch wieder mit dem GAK zurück in der Bundesliga. Es klingt märchenhaft, aber wie fühlt es sich an? Ja, von mir auch. Schönes Hallo. Ja, es klingt nicht nur märchenhaft, es ist auch märchenhaft, vor allem für mich persönlich. Aber ich glaube, der ganze Verein, das ganze Umfeld, die Fans, wir freuen uns einfach jetzt schon wirklich, dass es losgeht auf die erste Partie. Und ja, dann werden wir eben schauen, dass wir so gut wie möglich performen.